No Rest for the Wicked. Bin ich bereit für diesen Kampf? Ich vermute, hier kommt nochmal dieser Draco Malfoy-Typ, oder wie er heißt. Wo wir wieder bei Harry Potter werden. Mother, Maker, Seeker, Forsaken, please watch over me. Ich sehe gar nicht. Mother, Maker, Seeker, hängt da eine? Ich sehe gar nicht, wer hier reden soll. Please watch over me. Mother, Maker. Ach doch, jetzt erkenne ich das erst. Es hat ein bisschen gedauert. Mother, Maker, Seeker, Forsaken, please watch over me. Mother. Ich kann ihn so nicht befreien, oder? Forsaken, please watch over me. Mother Maker, Seeker, Forsaken, please watch over me. Ist doch gut, mein Freund. Oh! Please watch over me. Mother Maker, Seeker, Forsaken. So, und heute probieren wir aber mal die Spezialattacke. Habe ich tatsächlich erst spät gesehen, durch den Kommentarbereich. Vorher nicht, wie gesagt. Und in der letzten Folge gab es jetzt nicht so richtig einen Moment, wo ich das hätte anwenden können. Bin sehr gespannt, ob das so richtig reinhaut. Macht natürlich dann einen Unterschied bei einem Bosskampf, wenn man da nochmal so einen heftigen Schlag zwischendrin hat. Hallo? Oh Gott. You're sick. All of you. Try and stop me. Keep me from Honora. But I'll save her. Protect her from you. Geht schon los. Hör mal auf ganz kurz. Ey, ich will nur mit dir reden. Oh, das haut gut rein. Das ist nicht schlecht. Das ist mein Fernangriff. Ich bin hier nicht mehr. Oh Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ohohoho. Ist ja fantastisch. Gib mal noch so ein Ding. Ist doch gut, bleib doch ruhig. Ich kann über alles reden. Gib ihm.
Rücken! Easy. Aber cooles Gegnerdesign, ne? Gar nicht schlecht, gefällt mir. Das war vergleichsweise leicht. Wenn ich bedenke, wie der allererste Boss vor Sacrament war, war der wirklich vergleichsweise leicht. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir irgendwas? 24er Handschuhe, Bollwerk, Großschild. Werde ich niemals verwenden. Was wiegen die denn? 5, 10, 15? Vielleicht können wir die anziehen? Tatsächlich. Besser als nichts. Und danke für den Hinweis mit dem Spezialangriff, denn das ist meine Fernkampfattacke. Denn ich nutze keinen Bogen, ich nutze keine Armbrust, ich nutze keinen Magierstab. So spiele ich diese Souls-like-Spiele einfach nicht. So bei Magie und so, da schlafen mir die Füße ein. Ey. Ich muss da irgendwie nah ran. Aber gefühlt habe ich für den jetzt keine XP bekommen, oder doch? Sehr cool. Impressive. This isn't a sewer anymore. It's a tomb. See? I knew it. Sacrament stands because of me. It wasn't your place, Serum, to make a deal with a prisoner. Nor perhaps my place to let you. But don't worry. He was never out of our sight. Tell him, Serum. I honored our deal. And an hero deserves an hero's pardon. Sacrament doesn't bargain with murderers. You're headed for hard labor at the Mountain Gate, by order of the Madrigal. You shit-smiling bastard! And you? Well, I think we understand each other, Serum. You and I, we do what needs to be done. Consider yourself a citizen of Sacrament. You've defended this city. Now, you may make it your home. That much easier to find you later. Wie? Kriege ich jetzt eine Wohnung, oder was? Tatsächlich! Du kannst nun ein Haus in Sacrament kaufen. Was ist denn jetzt los? Dankeschön. Was wollen wir denn? Ich bleib dabei. Ausrüstungslast muss sein. Ich vermute, es wäre nicht ganz verkehrt, wenn wir Intelligenz nehmen. Wir haben Darak besiegt, der von der Pestilenz ergriffen wurde. Sacrament ist nicht länger in Gefahr. Winnick verriet uns, dass er von unserer Arbeit, von unserer Abmachung mit Rattigan wusste, der nun zur Strafe zum Gebirgstor geschickt wird. Ja, sauber, Leute. Jetzt schön hier Immo-Scout 24. Und dann ist der Käse erledigt. Dann haben wir quasi eine eigene Base, oder wie muss ich das verstehen? Gibt's hier oben noch was? Ach, da seid ihr ja noch. Hi, hallo. Freut mich. Stillgestanden. Serum, listen, please. You and I, we've grown close, haven't we? Over the course of our little adventure. Maybe even friends. I'm trying to live by the straight and narrow. But these brutes, they can't see beyond a man's past. But we'll see how high and mighty you are with a knife in your throat. Saubere Arbeit, sehr schön. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier erstmal wieder rauskomme. Achso. Ja, sehr schön. Das war doch schon mal sehr erfolgreich. Ich weiß auch, wo wir hier sind. Und jetzt müsste ja auch eigentlich die Schmiede fertig sein, oder nicht? Warte mal, ich laufe doch hier falsch.
Ich weiß, wo ich bin. Yeah. Oh, 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 oh. Er war ein Held. Er ist gestorben, als er lief. Leute, ihr müsst hier mal aufräumen. Ich finde den Weg gar nicht. Just a few coppers for an hour, please. Ja. Spare a few coppers for those. Yeah. Everyone speaks of the suffering outside our walls. But even Ellsworth's turned a blind eye to our corner of Sacrament. Just because we have nothing doesn't mean we're not people. Ich kann hier nichts geben. Was haben wir denn hier unten eigentlich? Ist das die Taverne hier? Oh. Leute, ihr habt nichts. Hier ist eine Schatztruhe. Ich nehme mir mal. Kennt ihr so Leute, die so sagen, ich nehme mir mal? So, wenn man irgendwie... Wo bin ich denn jetzt? So irgendwie bei der Arbeit hat man so sein Essen irgendwie so und dann kommen so Leute und sagen, ich nehme mir mal, ja? So ganz selbstverständlich. Bitte. You know, not all Dasha pacifists. Wer bist du denn? Dara, the risen warlord, was born in my own village. Long before he felled men, he felled logs in the Marin woods. But the woman he desired gave her heart to another. A mainlander, no less, with royal blood. Dara attacked the outsider. Spilled blood within the sanctity of Marin Sovon Circle. The fight only stopped when Anora shamed Dara by invoking the name of the Forsaken against him. She died many years later. I'm not sure how. But Darak never let it go. You know, not all Dasha pacifists. Was hier? Nichts. Oh, sehr schön hier das Dach. Du kannst jetzt in Sacrament ein Haus erwerben. In der Stadt stehen hierfür mehrere Häuser zur Auswahl. Du kannst ein Haus kaufen oder verkaufen, indem du mit dem Aushang draußen interagierst. Sobald du Hausbesitzer bist, kannst du Möbel erwerben, Ausrüstung herstellen und deine Unterkunft nach Belieben dekorieren. Von Handwerkermeister Danos erhältst du weitere Informationen. Wie? Ach, das sind die Häuser hier? Ich wollte eigentlich zurück hier rüber. 20 Silber. Keine Ahnung, welche Häuser haben wir denn? Das ist so merkwürdig abgeschieden hier. Ach so, hier sind... Ah. Ja. Hier vorne auch, ja. Ich hätte natürlich gern irgendwas... Warte mal, das nehmen wir jetzt gerade mal nicht. Ist ein schönes Haus, keine Frage. Aber so... Das ist ein bisschen dunkel. So, wir schauen jetzt nochmal richtig hier. Das ist oben... So. Warte mal kurz. Also, wir sind hier drüben. Wollen wir uns mal das da oben anschauen? Oh, was denn jetzt? People of Sacrament. My people. We find ourselves in a place we never sought, under the eyes of history. A plague that spent a thousand years confined to stories is now clawing at our gate. The threat of anarchy swells beneath us. God's chosen descend from on high, and none of us can say what tomorrow will bring. But what I know is that our stone walls do not compare to the strength of our will. And I know both will withstand whatever rises against Sacrament, no matter the cost. History has called upon us, and history will remember how we answer. Serim! Serim, I must speak with you. The eyes of history trained on our city. Exciting times, wouldn't you say? But there may be more to Sacrament than we know. I, I, I,
I just had to come down from the rookery to find you. I've been digging through old tomes to perhaps learn about the strange chamber that Elsa discovered beneath the cemetery. I think I may have found the answer she needs. It, well, it concerns you. Please, take this book to Elsa for me. I cannot leave the Watcher for long. Tell her it's from Rhone. I mean, if she asks. She knows who I am, of course. Probably. Not that it's her fault if she doesn't, but she does. Thank you, Saren. I'll see you back in the rookery. Rowan gab uns einen alten Folianten aus dem Krähenhorst und sagte, wir sollen ihn der Historikerin Elsa übergeben, die sich in der Ruine unterhalb der Steinmetzwerkstatt befindet. Okay, eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier ist. He's got no honor, that one. Left his family in disgrace. Did you know that? It's true. He abandoned his own city and now he means to drive Sacrament to ruin. I know it. Wie? Haben wir nicht die Schmiede auf Stufe 3? Ach so, jetzt ist sie auf Stufe 2. Ich verstehe. Ich dachte schon. Das habe ich doch nicht geträumt. Kupfererz, Kiefernholz, das bleibt dabei. Das ist zum Großteil. Das ist identisch, außer das Ding und etwas, was man noch höher als Stufe 2 beamt. Alles klar. So, jetzt schauen wir uns mal die Hütte hier oben an. Na, das ist doch schon viel schöner hier, oder nicht? Schlüsselübergabe, danke. Dein Haus betreten. Halt, stopp. Geh nicht rein. Ja. Oh, schaut mal hier. Oh, es ist toll. Was? Ey, das ist ja fantastisch. Ich würde sagen, erstmal so eine Pinball-Maschine und dann gucken wir. Oh, hier können wir... Ah, super. Ja. Hat mich auch sehr unwohl geführt da in dieser WG. Also ist einfach so. Da war zwar niemals jemand, aber... Und wie kann ich hier jetzt was bauen? Kann ich denn hier Gegenstände herstellen und so? Kommt das vielleicht noch? Wenigstens erstmal eine Truhe oder sowas. Boah, das gefällt mir echt gut. Ah, wir haben hier Dings. Ihr wisst schon, was ich meine. Dings halt einfach. Fantastisch. Ich hoffe, das wird hier richtig angezeigt auf der Map. Zu Hause. Ja gut. Dürfte ruhig eine andere Farbe haben, das Haus. Aber es hat nicht dieses komische Wolkensymbol darüber. Okay, immerhin. Sehr gut. Gefällt mir gut. Wir lösen einmal dieses Sekret ein. Why kill men for free when you can be paid to do it? Die haben sich ja echt Gedanken gemacht hier. Man hat ein eigenes Haus, man kann da seinen eigenen Krempel herstellen. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht, aber wir haben schon mal ein Haus. Auch schön, dass das so spät erst kommt, damit man nämlich dann tatsächlich die Kohle dafür hat. Sagt mir sehr zu. Ach so, hier drüben können wir Ähnliches einlagern. Ja. So, dann erweitern wir mal unser Inventar. Buongiorno, hallo. Oh, you've gathered more Tornblood. Oh, quite a stench to this specimen. Here. Give it here. Yes, of course, Master. But be careful. Little Cella, she's always underfoot. Who? Master, who did you say? Come, Serim. Let the dark into your veins. Haupthandplatz, da könnten wir eine zweite Waffe nehmen.
einen weiteren Ringplatz. Wir haben bereits einen zweiten. Da fehlt noch ein Ring. Werkzeugplatz, sonstige Inventarplätze, Rohstoffe. Ich bleib erstmal dabei. So, war mir ein Fest. Bis bald. Könnte ich das hier auch kaufen? Nee. Das wär's. So, jetzt gehen wir mal zur Schmiede und schauen, wie das da jetzt aussieht. Da fehlt mir noch so eine kleine Meldung irgendwie. Das kann ja sein, wenn man dann das Spiel startet, so Schmiedestufe 2 ist fertig oder so. Weil alles, was man bekommt, ist dann bei dem Projekt der Heini den Hinweis, dass es jetzt Stufe 3 gibt. Aber wisst ihr, was ich meine? So, irgendwie so ein kleiner Hinweis. Schmiedestufe 2 erledigt. Zeig mal her, was hat der? Finde und töte den Jäger in den Orban-Sümpfen. Schmelzofen, da haben wir es tatsächlich. Eisenerz kann an einem Schmelzofen zu Eisenbarren verarbeitet werden. Gegenstandswert 29. Dauert 8 Minuten. Many thanks, Serim. A furnace fit for a king. Or at least one that could cook a king. May your will. Good day to you. Wir irgendwas aufwerten. Was fehlt hier? Kupferbarren und Eisenbarren. Okay, das heißt, das arbeitet da jetzt. Jetzt schauen wir mal eben, ob er vielleicht doch nochmal was hat für uns. Hier hat er einen Ring. Runenring. Verstärkt die Kraft der Runen des Trägers. Kohle, was können wir damit? Kann als Brennstoff oder zur Herstellung von Fackeln. Okay. Kiefernholz kaufen 48. Das ist ganz schön teuer. Jetzt gucken wir mal eben, denn der Holztyp hier drüben, der hat nämlich Möbel gehabt. Hello again. Hello again. Ah, hier, tatsächlich. Ein sehr simpler, aber bequemer Holzstuhl. Ist das ein Sieg, wenn man sich danach nicht zurücklehnen kann? Einfacher Tisch, kleine Truhe. 10 Verbrauchsgegenstände, 20 Verbrauchsgegenstände, 30. Kostet 2 Silber. Ruhebett des Wanderers, Bauplan. Blütenbesetzter Speer, Blauplan. Baula! Baula! Da haben wir die Kommode. Why cut and slice when you can burn and freeze? Dann bauen wir das mal eben ein, damit ich so eine Idee von diesem Baumodus habe. Und wir haben noch den Tavernenbesitzer. Verwenden. Was? Das ist ja unglaublich. Platzieren. Ach, warte mal, da kommen nur Tränke rein. Okay, aber das ist ja nicht schlimm. Schuppenöl. Nee, das können wir alles gebrauchen. Okay, sehr schön. Also, wir können tatsächlich frei platzieren, was wir hier so kaufen.
Mir wäre natürlich lieb, so eine eigene Schmiede oder eine eigene Werkbank zu haben oder sowas. Aber gut. Gefährlich hier hinten. Wo soll das denn sein? Das ist doch ganz am Anfang, oder nicht? So, jetzt gehen wir hier mal raus und schauen mal, ob wir den Mann finden. Jetzt sind wir schon bei gefährlich hier. Wieso? Hallo? Ich sehe hier einen Lebensbalken. Ah, das ist der Baum. Definitiv brauchen wir alles. Da oben haben wir immer noch eine Leiter, ne? Hier geradezu bei dem Fackel-Dingsbums. Und so wie es aussieht, müssen wir jetzt ganz zum Anfang zurück. Super. Das brauchen wir. Warte mal, ist der noch nicht durch? Er fällt nicht um. Na gut. Akzeptiere ich. Auch gefährlich. Hier oben liegt noch was. Jetzt los. Nee, warte mal, wie war das so? Alter. Hadouken. Oh. Was ist das denn? Nietmaske. Kleinen Moment bitte. Lederhelm. Sehr cool. 37 Schutz. Ah, wie cool das ist. Ach, reicht leider nicht ganz, ne? Kann ich mir leider gerade noch nicht erlauben. Auch den nicht. Also könnte ich, aber ist mir... Patrol und so ist nicht meins. Da ganz extreme Schwierigkeiten mit. Oh, oh, ich höre schon die Messer. Da drüben ist einer. Und links läuft noch einer. Oben steht auch einer drauf. Nee. Ups. Der Typ da oben. Also die Sounds sind so gut gewählt hier, von den kleinsten Schritten bis über zum Schwingen einer Klinge und so. Das klingt alles so, so nach Hörspielkassette.
Wen haben wir? Was hat er denn für eine komische Halo-Klinge da eigentlich? Wieso kommt er denn nicht runter? Er schwebt da oben. Was ist das da? Oh Gott. Ich bin nicht da. Ist das eine Mine vielleicht? Ja, ist es. Wir brauchen XP, wir holen uns alles. Guck mal her, hier, du Otto. Ich komme hier gar nicht weg. Kleinen Moment, oder? Ich muss kurz was essen. Eine Pilzsuppe. Nochmal. Kleinen Moment, bleib kurz da und regeneriere dich bitte nicht. Da haben wir halt die Mine, ne? Okay. Ganz langsam. Schimmeliger Nietumhang. Niet, wie auch immer. Schimmelig vor allem. 137 weniger. Nope. Danke, aber nein, danke. Oh, super. Toll, dass das alles respawnt. Damit hat man wirklich auch eine Motivation. Der ist jetzt nicht runtergefallen, oder? Aua, sag mal. Das ist ein bisschen buggy. Easy. Was haben wir hier? Das hatten wir schon mal, ne? Ja, genau. Die Revolution. Man muss wirklich fast drauf treten. Was aber ganz gut zu wissen ist. Wieso? So, wie weit sind wir denn entfernt? Schon noch ein ganzes Stück. Ich weiß auch nicht, wie ich da runterkomme. Aber das Leben findet einen Weg. So, wir gehen hier nochmal eben rüber. Jetzt macht es natürlich durchaus Sinn, jede Ecke nochmal abzusuchen, weil man hier eben zum einen Bäume findet, Erze und aber natürlich auch respawnte Truhen. Und das nötige Holz, um hier die Gebäude, die Stadtprojekte zu erfüllen. Komm mal her. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, den Schlüssel hier haben wir immer noch nicht. Nee. Westbrücke. Den finden wir noch.
Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Da unten haben wir den nächsten Vogel. Ich gehe hier lang. Bringt mir gar nichts. Impress me! Hier. Einfach zu zweit. Oh, da ist noch mehr Erz. Wir müssen die kurz umhauen. Und das geht's nicht. Ah, das war dumm. Aber so kann ich vielleicht dafür sorgen, dass ich nur einen... Nee, warte mal, der ist da oben. Da ist er. Oh, it's not versus... Oh, das ist so fies, ne? Man kann sich nicht bewegen. Wenn der einmal liegt, also mein Spielecharakter, dann vergehen 2-3 Sekunden und da kann er sich nicht bewegen. Nicht ausweichen und nichts. Aber ich bin angreifbar. Aber ich habe das Gefühl, dass das die bessere Alternative war. Blaubeeren? Ey, das geht. Gleiches Prinzip. Die kann man nicht schleichend angreifen. Mega fies, die Typen. Die halten auch ganz schön was aus, muss ich sagen. Weg, 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 weg. Komm mal hier lang. Ja, die eigenen Minen tun denen nichts. Stimme auf. Weg, 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 weg. Trinken, essen, Suppe, was auch immer. Okay. Eisenpelzhaut. Das klingt ekelhaft. Gut, gut, gut. Gib mir mehr. Mehr Loot für mich. Was brauchen wir? Erforderliche Stufe 21. Wir sind bei 14. Ich wollte sagen, kurz vor der 15, aber das stimmt nicht. Ansonsten ein bisschen Erz gefunden. Dreimal Kupfererz ist fantastisch. Einmal Eisenerz. Okay. So, jetzt müssten wir doch gleich da sein, oder? Ja, direkt hier unten. Irgendwo da unten. Ah, hier ist die Leiter. Oh Gott. Runter mit dir. Nein! Oh Gott. Alles gut, alles gut. Ja, alles klar. Du das? Nein. Leider nicht. Gehen wir mal hier lang. Warte mal. Zurück wird jetzt schwierig. So weit habe ich nicht gedacht. Ah, das ist easy.
Hallo. Das war ein Wolf, okay. Hier ruft einer. Wo bist du? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, oder? An apple a day und so weiter. Ich glaube, der ist hier oben drauf. Ja. Warte, ich muss kurz Pilze sammeln. Where are you? I'm up on top of the old bridge. Ich sehe dich doch. Oh, wir haben den Schlüssel. Ja, das muss ein Koch sein. God's reach. Finally someone heard. I was out fishing for clams when a pack of the Risen came through. I thought I could make my way across the old bridge and out the other side of Mariner's Keep. But this fort's in worse shape than I am. Boards rotted out behind me, and the ladder ahead is pulled up. Last time I tried to be clever. Please, see if you can find another way around before I end up like that poor sod over there. Schauen wir mal. Das heißt, im Idealfall, als wir Gordon, den Ehemann von Caroline, fanden, saß er auf einer zerstörten Brücke an der Küste fest. Wir müssen ihm helfen, einen Weg herunterzufinden. Sieht doch sehr nach einem passenden Weg aus, oder nicht? Obwohl, nee, hier endet der Spaß. Wieso kann ich hier hin? Oh nein. Buggy McBug, Mann. Ich häng fest. Alles okay. Der grüne Schimmer hier hinter dem Stein. Ja, ich schätze, hier werde ich nicht glücklich. Das ist eine Wand voller Steine. Ah, das ist jetzt blöd gelaufen damit, aber wir schauen nochmal. Im Endeffekt müssen wir ganz nach oben, um die Leiter runterzulassen. Vorher muss ich irgendwie zusehen, dass ich hier wegkomme. Hallo. Aua. Was ist das? Winzige Feder. Okay. Waage der Gerechtigkeit. Fühlt sich fast so an, als würden wir schon wieder gehen, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir ihm irgendwie helfen. Also gehen wir nochmal hoch. Gehen wir nochmal hoch. Nein, doch. Ja, mit diesen verschwindenden Objekten, die halt näher dran sind oder wo wir uns hinter befinden, das dürfte ruhig ein bisschen früher schon verschwinden. Auch so gerade, was ich in den im Abwasser gemerkt habe, so wenn man dann um so eine Ecke kommt in einem Tunnel, dann ist die Wand zu spät weggegangen. Das dürften die ruhig ein bisschen früher triggern. Ich sehe hier tatsächlich keinen Weg, ne? Die Frage ist halt, kommt man hier drüben lang? Hier außen komme ich bis hier und dann stehe ich da. Der einzige Weg scheint hier über diese Brücke zu verlaufen. Ist aber natürlich auf der Höhe hier. Wir probieren es einfach nochmal.
Ja, die ist direkt hier vorne. Aber da komme ich niemals rauf. Wie haben die sich das gedacht? Ich komme nicht mal hier rauf. Das ist natürlich ärgerlich. Durch. Wie komme ich denn da hinten hin? Vielleicht über den Weg hier unten? Ich weiß nämlich nicht, was da ist. Aber hier, das scheint mir irgendwie aussichtslos zu sein. Wir versuchen es einfach mal. Genau, hier drüben. Hier scheint mir was zu sein. Seuchenflasche. Nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Gucken, ansonsten bin ich hier echt ein bisschen überfragt. Also der Weg da oben mit dem Schleichen macht schon durchaus Sinn. Das sieht alles sehr verloren aus hier. Aber da geht's halt irgendwie nicht weiter. Irgendwas verpasse ich hier. Ich bleib hier hängen. Ich muss hier hin. Wie machen wir das? Warte mal, kann der da unten rein? Das sieht doch fast so aus. Hallo? Hallo? Nee, das sieht nur so aus. Schade. Leider nicht drauf. Wir gehen jetzt noch einmal hoch zu ihm. Hier ist übrigens auch so eine Bodenluke. Ich weiß nicht, ob das nur so eine bodenlose Frechheit ist. Nee, da ist nichts. Davon habe ich nichts, da drüben hinzukommen. Ich blicke nicht durch. Ich muss da hoch. Ich komme nicht drauf. Vielleicht hier hinten, dass man hier rüber kann. Das könnte noch eine Möglichkeit sein. Das probieren wir jetzt eben noch. Der direkte Weg scheint es hier ja nicht zu sein. Was haben wir gesagt? Hier hinten, ne?
Was ist denn? Wie er läuft. Was? Ich will mich viel lieber hier umschauen, ehrlich gesagt. Ich brauche noch Erze und ein bisschen Holz. Oho. Warte mal, kann man hier noch graben? Nee, das sah nur so aus. Bisschen was zu. Oh nein! Was geht denn jetzt ab? Was ist denn? Hallo? Was ist denn hier für ein Treffen? War nicht schlimm, das Flüstern war im Turm. Ja, okay. Ich glaube, da wollten wir auch gar nicht lang. Aber hat sich jetzt halt irgendwie so ergeben. Im Grunde wollen wir hierauf. Möglichst hoch und dann aber nach links. Noch eins höher vielleicht. Geht das? Aber dann kommen wir nicht raus. Ich vermute mal fast, das ist... Ach, warte mal. Da. Wir haben doch den Schlüssel. Wir haben doch den guten Schlüssel bekommen. Das ist die Lösung. Das ist genau der Weg, den ich haben wollte. Hey, ich mache hier gerade Gartenarbeit. Du unterbrichst mich. Ah.
Ey, wenn der Koch mir nicht was richtiges, richtig leckeres kocht, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Aua! Letzte Sekunde. Ah, schön. Okay, damit bedienen wir irgendwas, dieses Tor. Ist hier noch was Nettes für uns? Göttlicher Krummsäbel. Halt, stopp, muss ich mir anschauen. Der hat mehr Schaden, der wäre durchaus was. Dafür brauchen wir aber Geschick 16. 42 Intelligenz. Ciao. Das ist schwächer, wiegt mehr. Identisch wiegt auch mehr. Ach, schade. So, da müssen wir, glaube ich, nicht lang. Genau, wir müssen in die andere Richtung. Aber hier ist ein Baum. Oh, fantastisch. Damit können wir definitiv mindestens noch ein Stadtprojekt aktivieren. Doch, das ist ein ganzer Baum. So, damit aktiviere ich das Ding, ja? Sacrament Hüterhelm, ja richtig, die Wachen. Hirten-Herdeintopf-Rezept. Definitiv. Den Helm können wir uns leisten. 30 Gewicht im Vergleich zu... Ah ne, ist auch 30, hat aber wesentlich mehr... Oh Gott. Gut, farblich passt das jetzt nicht zusammen. Sehr schön. Ein weiteres Rezept. Ich hoffe mal, dass das hier irgendwie etwas mit Fleisch ist. Ja, auch das ganze Map-Design und so ist super gemacht, finde ich. Ne? Das ist, ich finde, das ist eine ganz große Kunst, das dynamisch, organisch aussehen zu lassen und gleichzeitig aber auch so, dass du hier dann noch einen Pfad entdeckst und da noch einen und so, ne? Nicht alles so zusammengeschustert, so gaming-mäßig, sondern wirklich, dass es glaubhaft ist. Ja, hier. Kartoffeln. Oh. Aber da ist Fleisch dabei. Kick down the ladder. Oh, da sind wir schon. Warte mal, da hinten geht's nicht weiter. You have my thanks, traveler. Any more time stranded up here and I'd be eating my shoes. Wife's gonna kill me. I think I'll keep this between us, if that's all right with you. I know Caroline sees me as the heroic sort. Wouldn't want to dispel her of that notion. Cooles Ding. Und es gibt mir natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit zu verstehen, wie weit man denken muss für auch nur so eine ganz kleine Quest. Wieso habe ich denn da oben den Helm noch auf? Oben links. Was ist denn da los? Denn hätte ja auch durchaus sein können, dass die Lösung direkt vor der Nase ist. Eben schauen, dass man einmal rum und dann hinten rauf und so. Aber nee, die wollten, dass man einmal außen rum und natürlich auch darauf achten, der Schlüssel, der war da jetzt nicht zufällig, sondern der war die Lösung. Gefällt mir gut. So, aber hier ist doch noch was. Was haben wir denn hier? Nichts. Map-Ende. Sehr cool.
Ne, wir düsen mal hier rüber, denn da haben wir nämlich das Flüstern direkt bei ihm da im Turm. Und dann gehen wir zurück nach Sacrament. Ach so. Jetzt ist da ein Brett. Jetzt hat er von oben Brett geholt. Okay. Akzeptieren wir so. Super, auch dass da vorne jetzt Erze zu finden sind und Bäume und so weiter. Das ist alles schön gelöst, finde ich. Da muss man nicht so suchen. Ne? Das ist nicht so, das wirkt, dieses Grinden nach XP und auch Ressourcen wirkt hier nicht so nach wie Arbeit, sondern halt so nach, ich schaue da nochmal, denn da wird definitiv was sein. Warte mal, wo ist sie denn jetzt? Ach, da hinten. Können wir noch mit ihr sprechen? My Gordon found his way home. No thanks to you. Other husbands wandering, stinking of cheap perfume. Mine comes home smelling of cheese and jam. So you're a Serim, eh? No, I don't know much about your kind, but I know you're not from around here. As long as you're not Dasher, you're welcome in my inn. Oh, what's left of it anyway? I've been trying to get that maker Danos to help me repair it for weeks. But everyone in this city's bloody useless. Seems Exodus. Oh, well, I suppose you're no different than the rest. At least my Gordon's got a nice soft belly for me to rest my head on. Okay, sie geht davon aus, dass ihr Mann der Held ist und alleine nach Hause gefunden hat. Das belassen wir dabei. Da ist er ja. Not a war. Oh, it's you again. My thanks, friend, for keeping our little adventure between us. My wife thinks you Serum are some kind of heathen troublemakers. But you don't seem so bad to me. Just another empty belly, wishing it was filled. Ah, hier hat er die Rezepte. Fantastisch. Pilzcurry mit Fleisch. Erklärt dem Leser, wie man Pilzcurry mit Fleisch macht. Fischspießrezept. Wie, das kann ich nicht verwenden? Oh nein. Ah, das verkaufen wir ihm wieder. Das habe ich schon gelernt. Immerhin kann man es wieder verkaufen. Ah, fantastisch. Hier kommt alles langsam zusammen. Jetzt haben wir natürlich immer noch viel Fleisch. Ich hoffe, jetzt können wir hier ein bisschen was... Leider nicht. Gut, das Kraut fehlt. Ansonsten Kartoffeln hier an der Stelle. Und auch hier nur das Kraut. Aber ansonsten können wir dann endlich das Fleisch verbrauchen. Ja, und hier drüben wird angezeigt, da ist was fertig. Sehr schön. Nämlich genau das. Oh, 10 Kupfer. Warte mal, wir brauchen für die Projekte brauchen wir Kupfererz, ne? Nicht Kupferbarren. Machen das mal eben so. Aufwertung von dem Ding. Da fehlt ein Kupferbarren und 3 Eisenbarren. Okay, da muss ich mir also noch keine Gedanken darüber machen. Zweihändig Großschwert. Das gefällt mir schon. Das behalten wir auch nochmal. Schild benutze ich nicht. ...52, Gewicht 30, 20, behalten wir beide mal. Haben wir bei dem was erledigt? In den Orban-Sümpfen, nee. So, wir gucken mal, was wir als nächstes freischalten können.
Optikers Herstellungshütte. Möbel und Utensilien sowie die Sägemühle zur Verarbeitung von Holzplanken. Ist schon relevant, ne? Das Gasthaus, da haben wir schon was reingehauen. Da brauche ich 7, dann habe ich noch 10, dann haben wir da 6. Das müsste sogar reichen. Dauert eine Stunde. Ebenfalls eine Stunde. Liebe Leute, ein voller Erfolg. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit No Rest for the Wicked und dann geht's weiter. Bis dahin, ciao.